So, hallo an alle, willkommen zu einem weiteren Video. Ich möchte euch hier kurz das vorstellen und wir sehen uns gleich direkt auf meiner Website wieder. Denn wir haben heute ein bisschen was zu tun. Wie man das hier kriegt, seht ihr auch heute gleich, direkt nach dem Intro. So, wir sind auf meiner Webseite. Und ja, was wir hier machen werden, ist nämlich kurz in die Download-Sektion gehen. Ich habe das schon ausgewählt. Und wir gehen mal hier unten. Und wir wollen ja dieses Webseiten mit Spalten-Layout-Template runterladen. Das habe ich hier auf die Webseite gestellt, auf Downloads. Einfach nach ganz unten scrollen, weil wir hier noch ein April-Scherz-Snapshot haben, ein YouTube-Tool-Launch, nochmal das Texture-Pack, welches bald geupdatet wird. Und hier nochmal das Webseiten mit Spalten-Layout. Das Spalten-Layout. Das leitet uns weiter zu Mediafire. Da haben wir Mediafire. Steht schon oben im Kasten. Haben wir also. Es dauert kurz, bis es lädt. Und dann geht es hier auf den Download-Button, wenn der schon fertig ist. Das sind 1,9 KB, also 2 KB nur. Und das sollte relativ schnell gehen, also nicht mal eine Sekunde. Und hier ist gerade irgendwie, hat Edge das nicht verstanden, dass es in weniger als eine Sekunde geht. Edge, I'm talking seriously to you. Ah, da haben wir es. Speichern wir. Und schon die Sicherheitsüberprüfung wird ausgeführt. Es ist eine sichere Datei, also keine Viren, nichts. Ich kann euch gerne auch gleich beweisen, dass da jetzt nur diese drei Templates sind. Ich habe das schon mal runtergeladen. Ich öffne es. Jetzt muss ich meinen zweiten Desktop verwenden, also mache ich auch eben mal den zweiten Desktop an. Seht ihr nicht? Sekunde, also ihr seht hier schon das Verzeichnis. Aber jetzt solltet ihr auch gleich meinen zweiten Desktop sehen, wenn OBS es schnallt. Da haben wir den direkt übergeblendet. Ihr seht OBS gerade ganz groß. Ich minimiere das mal. Und wir haben hier mal eine Welt. Beziehungsweise mal was reingepackt. Und dann gehe ich auch einfach mal auf den Desktop hier einfach zack. Bin ich hier drin und ich habe hier noch keine Ordner. Ja, so heißt Webseiten mit Spaltenlayout. Ich ziehe den hier rüber. Wird entpackt. Und ich habe das mal hier, diesen Ordner haben wir jetzt hier. Und Achtung, Notepad wird so gleich aufspringen. Ich mache nämlich einfach mal Shift. Und dann lasse ich alles mit Notepad öffnen. Und hier seht ihr. Ich habe euch das ganze Skript vorgegeben. Und jetzt braucht ihr nur noch hier einzutippen, was ihr wollt. Ihr könnt auch gerne die Farben ändern, hier mit den Background Colors und so weiter. Padding, also ihr könnt einfach das ändern und dann auch eure eigene Webseite schreiben. Ich habe einfach jetzt hier auch mal den Titel so genannt und natürlich die Dateinummer ändern. Ansonsten habt ihr kein Template mehr und müsst es noch runterladen, aus dem ZIP-Verzeichnis noch mehr holen. Ja, oder ihr könnt auch das in eine externe CSS-Datei binden und diese auch mit einbinden ins Dokument. Also da ist euch der freie Lauf gekommen. Ich würde wahrscheinlich gegen Silvester nochmal eine extern eingebundene Datei hier raus machen. Ja, oder lohnt es sich? Also. Oder? Nö, lohnt sich nicht. Also ich würde das einfach so lassen. Und das ist eigentlich das finale Teil.